Hallo, guten Tag. Mein Name ist Saskia Esken. Ich bin Bundestagsabgeordnete und auch ich bin Erststudierende gewesen, also als Erste in meiner Familie in einer Hochschule. Ich bin in Baden-Württemberg aufgewachsen, habe dort mein Abitur gemacht und nachdem ich mich für sehr, sehr viele Themen, sehr viele Fächer, sehr viele Berufe interessiert habe, habe ich am Ende die Entscheidung getroffen, als Journalistin könnte ich mich doch mit vielen Themen beschäftigen. Es sollte vor allem nicht immer dasselbe sein, nicht das ganze Leben lang der gleiche Beruf oder zumindest nicht dasselbe Thema. Journalismus dachte ich, na gut, studierst du Germanistik, Politikwissenschaften, kann vielleicht nicht schaden und habe mich in Stuttgart dazu eingeschrieben. Stuttgart, würde jemand sagen, der davon Ahnung hat, wie kann man in Stuttgart Politikwissenschaften studieren? Das gibt es doch woanders mit mehr Priorität, mit mehr Qualität. Aber gut, in meiner Familie, in meinem Umfeld war niemand, der mir davon abraten konnte, also habe ich es gemacht. Nicht nur, dass das Studium vielleicht nicht ganz das Wahre war dort in Stuttgart, sondern vor allem ich war an einer Universität nicht gut aufgehoben. Ich habe mich nicht zu Hause gefühlt dort. Ich habe sicher eine Eingewöhnungszeit mir gegeben, 2, 3 Semester, 4 Semester studiert, aber es wollte einfach nicht funktionieren. Ich war dort nicht zu Hause. Das ganze Erlebnis war für mich eigentlich, ich habe dann hingeschmissen, war für mich eigentlich eine Enttäuschung, fast wie ein Versagen. Dass es so sein muss und dass man es so empfindet, finde ich besonders unerfreulich und deswegen freue ich mich auch darüber, dass es heute bessere Beratungsangebote, bessere Studienorientierung und Berufsorientierung, aber eben auch Beratungsangebote gibt für Menschen, die eben junge Menschen, die in der Familie keine Beratung haben. Ich habe dann nach einigen Jobs, ungelernten Jobs, doch noch eine Richtung gefunden. Einige davon, 2 davon waren auch tatsächlich in Hochschulnähe. Ich habe einen Hochschulprofessor chauffiert. 1,5 Jahre lang war ich seine Chauffeurin und ich habe einen anderen Hochschulprofessor an seinem Institut als Schreibkraft gearbeitet und habe dort mit einem der ersten Textverarbeitungssysteme gearbeitet, wissenschaftlichen Textverarbeitungssysteme, die es damals gab. Und ich wollte wissen, wie es funktioniert und bin am Ende in einem technischen Beruf gelandet. Ich habe nämlich Informatik studiert. Ganz witzig. Habe dann einige Jahre auch Software entwickelt und dann 3 Kinder bekommen. Und das hat in der Zeit überhaupt nicht zusammengepasst, Kinder haben und in der Informatikbranche tätig sein. Deswegen bin ich für meine Kinder, habe ich auf eine Berufstätigkeit die ganze Zeit verzichtet. Heute bin ich in der Politik, bin also doch wieder eigentlich in dem Thema gelandet, nur auf der anderen Seite vom Zaun, also Journalismus, Politik. Das ist ja so eine Geschichte, die so ein bisschen zusammenwirkt. Dieser Weg war kein gerader und auch kein unsteiniger, aber ein guter, denn er hat aus mir genau das gemacht, was ich bin. Ich würde es nicht anders machen. Ich würde vielleicht heute sagen, guck ein bisschen mutiger in die Zukunft, nimm ein Scheitern auch als Chance, sich neu zu orientieren. Und genau das würde ich auch jungen Menschen heute auf den Weg geben. Macht euch auf den Weg, macht euch keine Sorgen. Alle Wege führen am Ende zu einem erfüllten Berufsleben, zu einem spannenden Berufsleben. Lasst euch beraten von Freunden, lasst euch beraten von tollen Organisationen wie arbeiterkind.de zum Beispiel, die eben mit ihrem freiwilligen Netz auch während des Studiums begleiten, vor dem Studium beraten und die da sicher hilfreich sind für die, die in der Familie nicht so den Hintergrund haben. Alles Gute.